Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hexity und wir sind wieder einmal in der Festung, mitten im Abenteuer, mit der Gitarrenklampfmusik. So. Und ich komme schon wieder nicht auf den Server drauf. Ja, technische Probleme sind immer noch präsent. Hier ist ein Bär im Boden festgebackt. Naja, wem's gefällt, ist ein Infernal. Töte ihn, ich will Bruder den Dickbär. Weg mit dir. Okay. Und da oben ist ein Scheißskelett. Weg mit dir. Boah, 31 pro Hit. Gibt's das denn? Also das Zeug ist schon mal nicht despawned, dann kann man es auch nicht despawned sein, aber ich weiß nicht, wo das liegt. Aber diesen Negerbau muss ich unbedingt mit Unbreaking machen. Ach, du blockst das Alter, ab. Alter, wo ist mein Zeug? Ich weiß ja nicht mal, wo ich hingesprungen bin. So, du musst jetzt dran glauben, du scheiß Defender, du kannst eh dich nicht retten. Ha, weg mit dir. Ich finde scheiße, dass der Death Point nicht angezeigt wird mit der Minimap. Ja, nee, deswegen habe ich zwei Minimaps, das ist die Sache. Weg mit dir, blöder scheiß Creeper. So, oh, was willst du denn hier? Am besten fallt ihr alle gleich runter, da muss ich euch nicht später bekämpfen. Ja, geilo, ich finde mein Zeug nicht mehr echt nice. Oh Gott, aber da war jetzt das Wichtigste bei dir drin, oder was, ne? Das war einfach alles. Einfach alles? Also nicht all, einfach alles. Ja, alles, ne? Ja gut, so, ich mach mir sowieso die komische Rüstung da. Oh. Also, wo bin ich mal da hingelaufen? Ich frage mich da recht. Zack. Ha. Weg glaub, mit dir. Und die erste Truhe der Seitengänge. Was gibt's hier? Essen. Ich glaube, hier gibt's wirklich nur Essen. Deswegen einfach weiterkämpfen. So, und euch kriege ich doch bestimmt auch zu zweit. Ah, nee, doch nicht. Okay, in die Richtung bin ich schon mal nicht gesprungen. Ja, mein Zeug ist weg. Hier geil. Noch Eisen. Ach, nichts. Okay, hier gibt's auch nicht so tolles Zeug. Hallo, Herr Walker. Oh, das jetzt ein paar Musikstücke nur mit Musik gäbe, ne? Also ein paar, so ein paar. Ja, komm, dann sollen mich die Monster auch noch töten, dann bin ich glücklich. Hast du Equip dabei? Nee, gar nichts. Also schon ein bisschen, aber ich habe nicht einmal Spitzhacke, so doof bin ich. Alter, mein ganzes Zeug einfach nur, ne? Ja, es ist Mist. Hat ihr auch schon gehabt. Oh, hier, Fackeln, wunderbar. Und Wind Essence. 16 schon. Also mit den Essenzen. Na, ihr Säcke, ha? Die sind so machtlos, aber auf allen Leveln. So, jetzt räume ich euch auch eure Truhe. Alter! Maniolin, wieder ein neuer Vorrat. Weg mit euch. Gebt mal all eure Reserven. Oh, hallo Creeper. Du hast dir überhaupt nichts. Zack. Weg mit deinem scheiß verzauberten Bogen. Alter, ich zähle lieber mein Hexfett neu, ne? Viel Spaß. Okay, Verzauberungstisch, ich glaube, den braucht keiner mehr. Alter, meine Hülle, ich glaub's kaum. Living Metal, aber das brauche ich, glaube ich, auch nicht so. Den Rest okay, nehme ich auch. Living Metal ist geil, Alter. Ja, Maniolin ist viel besser. Ich glaube, ich werde dann auch mal hier meine Aufnahme beenden. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, auch wenn ich jetzt gestorben bin und einfach all mein Zeug verloren habe. Naja, ja, ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal und jo. Ciao. Penis. Das war zu spät. Ich mache jetzt gleich nochmal eine... Alter, das... Ich könnte jetzt gerade so kotzen. So, ein Stack Brot, jetzt auch wieder unglaublich. Und hier hinter dem Laub ist ja auch wieder was, das kennt man ja, hat man schon nicht zum ersten Mal. Ich bin jetzt gerade so in dem Gefühl, ich, als ob ich aus dem Projekt aussteigen möchte, ne? Alter, ohne Witz. Ja, es ist natürlich ein Zurückschlag. Was willst du denn hier? Hallo? Mal zu Hause? Der setzt sich aufs Gitter und ich stehe neben ihm. Was ein Volldepp. Schnetzel dich okay, doch in der Luft. Ich starte jetzt die Aufnahme, okay? Also. Okay, drei, mach euch. 2, 1. Hey Leute, willkommen zum 11. Pümmel. Ja, genau. Zum 11. Teil von Hex City. Wieder mit Hendrik und Leon von Kekchu TV. Hi. Ja. Hi. Hallo Enderman, möchtest du dran glauben? Ich glaube schon. Ich bin ja letztes Mal so toll gestorben und bin jetzt auch so ja, happy. Und ich bin immer noch okay. In der Festung, für die es noch wissen wollen unbedingt. So, Lederboots weg. Will keiner hören. Will doch keiner hören. Doch, jeder. Ja, ich weiß jetzt, was ich einfach mache. Ich mache einfach Yolo Mollo, baue mir eine komplette Dia-Rüstung, verzaubert die auf Level over 9000. Fertig.
Das Level kann man bestimmt bald mal einstellen. Ja, hoffe ich. So, weg mit dir, du Skelettkopf. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung laufen wird. Die liegt da unten vorbei, nehmen die scheiß Pedo. Weg. So, was gibt's hier noch alles? Ah, ne, ich nehme dieses Zeug überhaupt nicht mit. Brot. Ah, ne, ist auch wieder zu viel Brot. Aber also, du willst die Schokobrüste, hast du gesagt, ne? Die Schokobrüste würde ich jetzt in dieser Form züchten, glaube ich. Okay, ja, ne, also ich. Es will sich keiner diese Sky-Rüstung bauen, oder? Nein. Doch ich. Diese mit diesem Kopf, mit dem Totenkopf. Achso, mit dem Totenkopf, nee. So blöd, dieser Bannermann, der mit seinem Banner da rumläuft. Der ist so dämlich, der ist so albern. Der Bannermann, der mit seinem Banner rumläuft. Ich habe echt diese Flaggen zum bei Platz vs. Zombies. Ja, ungefähr. Das ist so ein Banner-Typ, ist das. Total bescheuert. Oh, ein Skelett gespawnt, gerade vor meiner Nase. Weg damit. Diamond-Plated Scale Helmet. Klingt interessant, aber ich glaube, das ist nicht so toll. Ist der besser... Alter, nee. Was hast du gefunden? Diamond-Plated... Hast du gefunden? Ist der besser als der Diamant? Ach, nee, das ist gleichwertig. Das ist aus Diamanten und Armadillo-Panzer gebaut. Genau, das ist der Quatsch. Nee, ich bleib bei meinem Diamant im Moment. Außer ich finde natürlich was Scale-artiges, aber... Kannst du mir den mitbringen? Dieses Diamond-Plated. Willst du das haben? Ja. Ja, gerne. Okay, kannst dann du auch mir geben. Ich nehme das gerne mal mit. Ich habe auch noch Iron-Plated Scale, aber ich glaube, das ist nicht so toll. Nehme ich dieses Diamond mal mit. Ja gut, zum Glück habe ich zu Hause. Diamond brauchst du mir gar nicht mitbringen. Ich werde jetzt doch die nächsten Folgen wieder formen, weil ich habe jetzt doch Bock, so einen Haufen Zeug zu finden. Keine Ahnung, wieso. Tja, wenn's passt, dann passt. Tür mit zu looten ist eigentlich schon geil, ne? Ja. Wenn man Glück hat, ja. Ich habe immer ein Glück, weil hier diese Dinger noch überschaubar sind und die nicht alle auf einmal kommen können wie bei anderen Festungen. Ja, hier ist mal so Essen drin. Ach, das ist das! Ich dachte gerade. Ich habe mir gerade so ein Spiel angeguckt, ne? Dachte, was geht ab? Das ist das, du bist da in so einem Gebäude. Und wenn der Gegner dir kommt, du kannst dich nicht wehren, du musst weglaufen und so. Schön. Okay. So, wo wir jetzt Kamera bist du oder so, tot. Da musst du weglaufen. So, jetzt habe ich. Na gut. Zack, zack, zack. Ich kann mir jetzt wenigstens. Fort. Ich kann mir jetzt schon 3 Stück von der Scale-Rüstung bauen, geilo. 3? 3? Wie hast du das denn jetzt geschafft? Ha! Du musst doch gerade. Schnetzel euch alle multiple, ihr Idioten. 2. Okay, ja, also. Ja, keiner irgendwie was von seinen Dings verkaufen oder nichts alles sonst. Tja, Pech. So, der ist schnell abgebaut. Ich brauche noch 2 Stück. Freeze the White Leggings, als ob ich die noch nötig habe. Ancient of Dungeon, das hört sich ja mal ganz in Ordnung an. Sehr pixelig. Ich passe, die muss man. Ah, zum Glück. Zack. Ich schon wieder. Ha, fast alle 3 Idioten. So, hier los, hier ist hab, ach, hier sind die Wolken drin. Ich habe jetzt 3 Hexical Diamonds. Oh ja, mal eben, ne? Welche Rüstung willst du dir bauen? Scale oder die mit dem Scale? Toten? Was denn sonst? Obsidian. Eine Omni. Weg. Ha, meine superschnelle Pickaxe. Perfekt. So. Okay, da braucht man. Zock jetzt Mega mit 3. Details am besten mal auf 25% stellen, so wie sich's gehört. Stören die auch nicht in den Festungen. Okay, ich will jetzt erstmal hier so Dingsständer bauen. So, was gibt's hier noch? Nur Müll. Aber bisher Ausbeute ganz ordentlich von Essenzen und Maniolin. Ganz wichtig. Bei mir gar nicht. Naja, gut. Alter, meine Zauberstäbe, nie. Hast du die verzaubert, auch die Zauberstäbe? Das ist ja wurscht. Ja, nicht zwangsläufig, aber wenn die noch verzaubert sind und alles super toll, das ist ja noch ärgerlicher. Auch ein Köcher. Ich kann dir so einen Zauberstab, so eine Rohvorlage vom Zauberstab mitnehmen, Flo. Stuff? Ein Stuff einfach, ja. Was ist? So cool. Ich kann dir einfach einen Stuff mitbringen, gut. Also der ist noch nicht, Ja, ich hab sowieso so genug so komische Essenzen, aber ich hab die Hexekill-Essenz nicht leider. Die bräuchte ich. Das ja, nee, also die sammle ich ja im Moment für mich allein. Hexekill-Essenzen auch machen. Dann lass den Stab halt hier. Alter, das ist gerade so eine Überlegungssache, ob ich jetzt mir eine Full-Tier-Rüstung machen soll, weil irgendwie... Immer mit der Ruhe, Herr Diamant-Typ. Ich mach mir jetzt erstmal. Ich muss zack, jetzt mal eine Emerald wegschmeißen. Critical Hits hier. Weg. Zack, Alter. Weil ich gestorben boah. Bin. Den möchtest du haben, Leon. Den Diamond. Nee, ich möchte haben. Oder?
Also ein Diamanted Plate Scale Helm, Protection 4 und Projectile Protection 4. Alter, wo kommt ihr denn her? Klar, wenn du den mitbringen könntest, wäre das obergeil. Ja, ich nehm den mit. Den brauche ich für mich, glaube ich. Nee, ich will den. Ich bringe den für wen auch immer mit. Alter, hier diese Diamant-Heinis, die machen mir ein bisschen Angst, aber... Sind die verschieden groß? Der eine sieht so klein aus. Das sind verschiedene Größen. Ja, lustig, echt. Geht auch mal besser. Kein Rom. Lol. Jetzt ist Rom dran, ne? Ist aber kein Rom. Wir gehen mal schlafen, oder? So. Hallo? Zack. Zack. Ich gehe jetzt mal schlafen. Könnt ihr auch ins Bett gehen, oder? Disconnected wäre schnell. Ja, ich hab ja auch ein Bett gerade. Achso. Der Monster ist nebenbei. Ich guck gerade mal, ich geh mal woanders hin. Okay. Ja, ich kann schlafen. Läuft. So, So, perfekt. Ja, jetzt dumm gelaufen, letzte Folge, aber dafür werde ich mir jetzt die Chocobos holen. Okay. Oder? Darf ich? Zwisch die einfach aus der Garage oder so. Ja, mach ich. Keine Ahnung. Ich bin gerade dabei. Ich lauf gerade hin, genau, das wollte ich auch noch machen. Ich habe erstmal die Windboots da. So, wir nähern uns immer mehr den Boss-Truhen und das wird ganz lustig da oben, wenn es da drin Thieves-Rüstung gibt. Epischer Scheiß. Hier oben sind die. Ey, Frau, oh, Alter, wenn es das Geldrüstung gibt, bringst du mir was mit? Ich bringe alles mit, was ich kann. Na, Frau, Idioten, hä? Gut, nur dass ich mit meinem Legi aber auf einen Haufen schießen kann, auf einen Haufen voller Idioten hier. Zack. Frage, kann ich von dir mir, du hast doch bestimmt gebrannten Lehm schon, also fertig. Gebrannten Lehm? Ich hab gebrannten Lehm. Ich hab nur Rohlehm. Ja, genau, die Die Lehmziegel hab ich, weil ich ganz vier Stück haben für die Speedboots. Ja, genau. Da muss ich aber jemand mit dem Pfeil abballern, damit sich das Amulett auflädt. Na, du scheiß Walker, die schubst sich hier runter, weg mit dir. Kannst mich ja dann schnell abballern, ich weiß ja das schon nicht. Ich komm doch nicht auf den Server drauf. Ach du Scheiße, das ist so verzauberte. Wusst du, da bringt dir auch sehr viel. Hier ist nix. Alter, hier sind ja alles mögliche. Hier ist ganz schön viel Zinn. Oh, Aluminium muss ich unbedingt mitnehmen. Das ist immer hier, 4 Spinnenaugen. Aluminium immer gut für diese extra Herzen. Die werden wir uns nämlich auch bald herstellen. Und wir sind bei den Bosskisten angelangt. Alter! Alter! Heftige Sache. Kannst du mir auch was mitbringen? Ja, ich bring alles mit. Ja, hier ist Scheiße drin. Firestaff, Diamanten, Goldblöcke, ein bisschen Goldzeugs, Eisstaff, boah, Enderaugen, ganz viele. Ah, okay, Diamond Spear. Die Augen habe ich auch so 15 oder so, keine Ahnung. 20 so, ja, um den Dreh. Ich hab 8 Stück wieder, ich vercrafte die aber morgen oder bin ich aufnehme wieder. Okay. Naja, es ging auf jeden Fall von der Ausbeutung. Naja, ich nehme auf jeden Fall den Hookshot mit, da kann ich den später umfungieren. So, tschüss Seide. Golden Feder, die nehme ich definitiv mit anstatt Schwarzpulver. Hol doch Leder mit und craft die auf dem Weg dann, Dings. Hast du schon Leder gefunden? Ich habe eigentlich auch meine Cloud Boots, die kann ich jetzt auch mal anziehen, wenn ich wieder runterspringen will. So, das ist ein weibliches. So, weg da mit der goldenen Feder und er mit den Enderaugen her. Kommt jetzt, Kinders? Das weibliche ist das mit dem Regenbogenfeder am Kopf. Alter, das sind ja dann so kleine Krüppel. So scheiß. Ja, aber was hast du jetzt gekriegt? So ein kleiner Krüppel. Alter, der läuft weg. Okay, hört mir weg. Ist der gelb? Ja. Zum Glück. Der ist da, gefälligst. Ja, und gell? So, 20 Diamanten mal ausgebeutet, schade. Der heißt Chikobo. Mit Chocobos und mit Chikobo. Ja, die Kleinen heißen Chikobos. So, und ich denke mal, wo ist unsere Heimat? die müssen wir einfach mal so mit Ding craften können. Das wäre episch. So, wir sind ungefähr in der Heimatrichtung. Runter! Ja, perfekt. Gut. Das wollte ich mir jetzt klauen bei euch. Und zu Hause können wir uns dann die zweite Thieves-Rüstung machen. Auch wieder eine komplette Neuheit. Die machen wir jetzt mit auf die Säule, das ist selten. So. Du hast ja die 4 Bricks da schon, aber. Hä? Nee, du musst die in anderen Kisten suchen. Ja, in welchen denn? Ihr habt doch bloß die Powder. Ah, da, ich hab's gefunden. Ja, hol dir so viele, wie du brauchst. Holt habe ich schon dabei, die kann ich gleich bei euch craften. Wo ist jetzt? Hier. Du kannst ja auch die 4 Nuggets holen, die da noch über sind. Nee, Nuggets habe ich.
so. Ich möchte jetzt echt nicht wissen, wo mein scheiß Ding hingelaufen ist. Chocobo. Ich bräuchte einfach nur noch 2 Hexikill-Essenz. Hendrik, kommst du zurück in die Stadt? Ich bin auf dem schnellsten Wege mit meinem Cloudboot zurück. Aber ich brauche erstmal die Hose, weil ich kriege eh die Speedboot. Wie lange braucht denn so ein Chocobo zum Boxen? Wenn ich die Rival-Boot habe, bin ich ja sowieso richtig schnell. Hä? Wie lange braucht denn das Mini-Chocobo zum Boxen? Dauert ein paar Minuten. Ich glaube, 5 Minuten dauert das. Du kannst ihm nochmal diesen Geißel oder Geißal-Cake kannst du dem geben, dann wird sofort groß. Geißal-Cake? Ja. Geißal-Cake? Hä? Alter, der ist ja mal voll schwer. Naja, geht so. Ist auch anders nicht. So, aber trotzdem. Ich will auf den Server weiter. Alter, ich lauf doch noch davon, das blöde Vieh. Die erfolgreichste Tour war immer noch mit dem Flo, denn wo wir da in diesem Untergrundturm waren. Ja, und ich hab das jetzt alles verloren. Ja, das waren echt die heftigsten Sachen, die wir da echt gefunden haben. Ist das nicht die mit dem coolen Piraten und so? Nee, ja gut, okay, da waren schon gute Sachen bei, aber allerdings, da, wenn man da einfach Thieves Boots findet, in dieser Mega-Bibliothek, da hat man übelsten Abstauber, hat man da, das war aber echt so geil. Das ist echt das Heftigste, was man kriegen kann eigentlich, außer den umgekehrten Battletowern. Ich könnte jetzt den scheiß Chocobo, das läuft einfach davon, aber ich habe ja nicht einmal ein Ding zum Hookshot. Wenn ich eigentlich auf den Server kommen würde, ne? Ja, seltsam war auch. Genau so, klar. Ich glaube, die Mojang-Server, die sind nicht online im Moment. Ich kann da gleich mal vorbeischauen. Raus. Ich guck da gerade wirklich mal vorbei, aus Spaß. Warte mal. Guck mal, ob ich so playen kann, so Minecraft. Nee, kannst du nicht. Es ist seit, Die Mojang da war. Seit 5 Minuten ist der down, genau, sehe ich hier. Ist der Server für die Sessions down, also kann er nicht überprüfen, ob du normal legal eingeloggt bist, deswegen lässt er dich nicht auf dem Server. Tja, das hatte ich schon oft gehabt, man kann sich glücklich schätzen, wenn man auf dem Server schon ist, das ist echt ein Mist. So, ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich craft mir hier jetzt das Hookshot, dass mir das blöde Viech nicht davon läuft, oder? Ja, Hookshot habe ich mir auch schon. Man kann sich den Hookshot ja eigentlich auch einfach mal machen. So teuer sind die dann auch wieder nicht. Ja, da hat er aber dann Haltbarkeit, ne? Ja, meine. Du findest du dann endlich, wenn du ihn craftest, hat er Haltbarkeit. Stimmt, da braucht man ja Eisen für. Ich bin auch so nie daubt. So, zack. Ich bin wieder daheim, so mehr oder weniger. Okay, könntest du mir vielleicht ein bisschen Zeug geben, was du nicht brauchst? Also vielleicht, wenn ich durch deine Kiste mal so durchschaue oder so. Ja, wir können gleich mal alles gucken. Ja, ich bin echt zur Zeit am Arsch. Ja, so ziemlich. So, den Crystal Bow. Oh, winning. Aber ich glaube, den Legabow behalte ich einfach mal. 44 Level. Übel, krass. Repair kostet 133. Will der mich verarschen? Was? 133 Level, um den scheiß Bogen zu reparieren? Ich glaube eher nicht. Naja, okay. Da ist aber komplett repariert, ne? Das war, jetzt habe ich das auch geschafft. Was machen, wenn er ganz kaputt ist? Ja, also ich lasse es jetzt noch. Mein Schoko soll jetzt hier gehen. So, ich brauche definitiv eine größere Kiste, auch ich mache jetzt eine Rüstungskiste, ich sehe es gar nicht ein. Das ist einfach weg, ne? So krass. Das. Da. So, erstmal eine Kiste herstellen. Jetzt gehörst du mir, du blödes Viech. Oh, was ist jetzt für Chocobo? Ein kleines. Wenn es der farbigste ist, wird es sofort getötet, ne? Alter. Weil das dann nicht dir gehört, ne? Wenn es ein blaues oder ein grünes ist, töte ich's. Oder behalt selber. Leg da, bitte. Das wird bei euch hinterm Haus. So extrem rassistisch klingt das echt unglaublich. Oh, naja. Ja, gell, aber es ist einfach so. Ja, klar. Komm mit, Choco. So. Stardust Miniature Retard, wunderbar. Dein Haus Sheet, genau, Sheet.
Sie von Maniolin, ein Glück. 8 Stück. Das sind 8 Spitzhacken. Also das wird nochmal ganz ansehnlich, das nochmal zu reparieren. Und 1 Markt auch wieder bekommen durch die Shards allein. Ja, diesmal, das habe ich jetzt auch rausgefunden, oder von Leon, glaube ich, hat mir das gesagt. Ja, dass man das habe ich hier gesagt, dass man die Dings machen muss. So klicken, ja. Einfach mehrere zusammen machen dann. So, jetzt bleibt bloß ein Zaun. Wie ist das? Da ist der Zaun. Einfach Loch. Der Liga-Bow ist total verschwenderisch, dann lasse ich den lieber weg, dann nehme ich lieber den Crystal Bow. Weg, Enchant. So, dann krieg ich den jetzt hier, dann kriegt er hier Punch Unbreaking. Boah, das sieht so geil aus. Du vergisst, dass du schon das mit einem Level. Ja. Aber auch nicht unbedingt viele, also das habe ich jetzt nicht. Ich darf ja eigentlich nichts auf dem Server machen, wenn ich dich aufnehme, ne? Jetzt bleib da oben. Aber ihr schon. Ich könnte dich doch einfach fragen, ob du mir dann diese ganze Scheiße einfach craftest. Die Frage ist dann nur, ob ich es dann auch mache. Ich soll was für, keine Ahnung. Ein Smaragd. Das wäre jetzt, ich hab nicht mehr viele. Jetzt komme ich da nicht raus. So, also ich kann jetzt überhaupt keine Level mehr zurückgeben. Dafür kriegt der Leon als Entschädigung diesen blöden Diamond Plated Scale Helmet. Okay. Unterwert. Ist aber irgendwie mit Wert, ne? Wir gehen jetzt schlafen, oder? Der kommt jetzt untervertvolles, liegt jetzt der tolle Scale Helmet. Oh, habt auch schon 10 Maniolin. Als ob ihr das brauchen würdet. So, seid ihr schon im Bett? Ich gehe. Okay, gut. Also, wir haben 10 Maniolin. Ja, habt ihr. Das scheint ja recht wertvoll zu sein. Ja, aber ihr könnt es nicht anwenden im jetzigen Zustand. So, Haben es haben, ne? Also wenn irgendwelche Tauschgeschäfte nochmal kommen, dann mache ich auf jeden Fall das Maniolyn-Tauschgeschäft öffentlich auf jeden Fall. Maniolyn, wenn du das so schön findest, dann hätte ich gern ein paar Hexalessenzen dafür. Ein paar Hexalessenzen, so gut ist es dann auch wieder nicht. Ich will diesen scheiß Diamant, ich brauche nur noch 2 Stück. Du kriegst auch das ganze 10 Maniolyn-Scheißzeug. Frage, du hast doch bestimmt einen normalen Bogen, also keinen Overpowered, kannst du mich damit bitte abschießen? Das ist ein ungewöhnlicher Wunsch, aber ja, gerne. Ja, nee, für das Amulett brauche ich das. Aber mit einem einfachen Bogen, also nicht töten. Und wie viel soll ich jetzt schießen? Ich sag dann einfach. Okay, ich nehme jetzt immer einen ganz regulären Bogen, den ich mir immer dabei habe. Ja, und nicht voll aufspannen, bloß so ein bisschen so. Mach einfach die Noob-Maschinengewehr-Taktik. Ja, so ungefähr, aber ich brauche halt ein bisschen. Ja, mach einfach. Weiter. Komm, hilf mich! Gibt's die nicht mehr. Scheiße, wie machen wir das? Kannst du mir der Rüstung geben, dann kriege ich nicht so viel Schaden. Ja, das auch noch. Du kriegst sie ja dann wieder. Ich ziehe erstmal, ja gut, okay, dann hier. Bitteschön, das ist jetzt mein aktuelles Set. Ja, ne, du bist jetzt am Arsch, würde ich sagen. Ich war. Von wegen. Stier. Viel Spaß. Du mit deinen 5 Herzen. Kommt jetzt mit. Viel Spaß. Also, warte. Schieß mal ganz leicht. Okay, du kannst schießen. Ja, also so viel war das jetzt auch wieder nicht. Ja, mach weiter. Nochmal. Nochmal. Also das. Einmal noch ganz kurz. Willst du ein Tannenbaum werden oder was? Okay, fertig. Also das Windmilieu aufladen. Dafür musst du jemanden abknallen, einen Bogen. Ja. So ein Quatsch, aber auch. Für das Feuermedaillon musst du brennen. Echt jetzt? Ja. Medaillon? Das hat noch nie gehört, so ein Quatsch irgendwie. Alter, ne, das ist übel cool. Damit kannst du Ultra-Attacken raushauen. Das Ender-Medaillon ist eh das geilste. Damit kannst du deine Gegner. Die machen halt alle ordentlich Damage und so. Damit kannst du den Gegner richtig übel wehtun. Na gut, da werde ich mich mal auch. Ah ja, ich noch nicht. Mit dem Feuermedaillon kannst du von den Battle Tower eine ganze Ebene reinigen mit einem Medaillon. Ist danach halt aber weg, ne? Was wollte ich jetzt holen? So, und jetzt ist auch die tolle Hexikel-Dingsbums-Rüstung fertig. Thieves Chest Piece. Nicht dein Ernst. Du hast eine Feed-Rüstung. Ja, zur Hälfte. Ja, ich auch. Ich hab die Scale-Rüstung zur Hälfte. Das ist keine Kunst.
aber schon mal ein guter Fortschritt. So, kann man das zurückverzaubern? Nein, kann man nicht. Hast du die Hose, die Hose und den Brustpanzer gemacht, oder? Ja, nee, ich hab die Schuhe gefunden und hab mir jetzt die Brustpanzer, der Dingsbums gemacht. Ich hab die komischen Windboots. So cool. Was kann man damit noch alles? Bloß so schnell laufen, oder? Ja. Die brauchen aber Energie, wenn du schnell läufst. Geil! Da kann man über Wasser laufen. Ja, okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, also ehrlich. So. Das ist schon geil. Perfekt. So, okay, jetzt bin ich hier schon ein bisschen besser gerüstet hier mit zwei Thieves. Kann ich bitte mal durch deine Kisten schauen und so ein bisschen klauen? Du kannst gucken. Ja, wir gucken mal. Nee, ich guck nur so durch. Hier brauche ich schon mal nix. Da auch nix. Wie gesagt, ich bräuchte zwei Hexalessenz, nur würde keiner von euch für die rausgeben. Nix Check. Da. Ja, warum wohl? Weil du dich da selbst nicht anstrengst für. Hast du irgendwie ein Endersword oder so übrig? Nee, nicht wirklich. Ich habe jetzt dieses Living Metal Giant Sword mit Sharpness 2. Das könnte ich dir geben. Oder hast du irgendeine Rüstung, was du nicht brauchst? Nee, also jetzt direkt Rüstung. Ja, doch hier. In der Kiste ist überall Rüstung. Kannst du dir nehmen, was du willst? Alles? Ja, nimm ruhig, was du kriegen kannst. Tja, Pech. Das gehört jetzt mir. Pech, wenn ich es dir sogar noch erlaube. Natürlich sehr dominant. Frage, wo sind denn deine Hexal-Essenzen oder was du da auch immer hast? Die gebe ich nicht her. Außer gegen ein Ultra-Angebot, damit nee, du das gleich vertauschen. Da wo man den komischen Stuff machen kann, die komischen Stuffs machen kann, die man... Diese Magical, ich habe keine. Magical. Genau, Magical Essenzen. Die habe ich gar nicht gefunden, ja, was? Hast du nicht? Wenn ich viel Rüstung finde... Ja. Bekomme ich dann für die auch was? Ja, ein Hexical Diamond. Und dann gerne noch was, ne? Ich sag mal doch. Na, Schritt so vielleicht. Die kostet nämlich nicht nur ein Hexical Diamond. Ja, und ein bisschen Wolle und Leder. Das ist nämlich arschteuer, klar. Klar, aber ich hätte trotzdem gerne noch was, weil du die brauchst. Ja, ach, das da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Okay, die Boots sind schon einigermaßen geil, muss man sagen. Boah, Shader sieht so geil aus. Du fliegst einfach so übers Wasser. So mehr oder weniger. Ja, nee, die Rüstung, für manche, die jetzt die Kinnlade hier auf die Tastatur fallen, als ich die ganze Rüstung hier verschenkt habe, ich brauche sie ja nicht. Ich behalte jetzt die. Was hatte ich in Hexen Staffel 1 die andere Rüstung gebraucht? Gar nicht. Die gelbe Rüstung hast du gehabt, ne? Also ich hatte jetzt, ich hatte überhaupt nichts. Ich hatte da, nein, nicht die Scale-Rüstung, es gibt ja zwei Scale-Rüstungen. Die eine mit Hexical Diamonds und die andere aus Armadillo. Ja, das ist die aus Hexical Diamonds. Ja, die bessere. Ja, nee, ich hatte jetzt angefangen mit den Thieves, weil ich die gefunden habe. Und den Rest war Diamant und Meteorit, also wirklich so ein, oder, und auch Cracknorite, also so echt so gemischtes Werk. Oh, geil. Ja, ich habe ein weibliches Ding rausbekommen. Das finde ich nice. Ich züchte jetzt gleich noch eins. Die arme Frau, Alter, wird vergewaltigt von allen Seiten. Tja. Muster. So, aber dann die Sachen, die sehen auch schon ganz ordentlich aus. Ja, und das wäre dann auch für diese Folge. 28 Minuten und dann, ja, haben wir den Longshoot. Den können wir auch bald umwerten, hoffentlich, wenn wir noch einen Hookshot finden, der angeblich ohne Schaden dann ist. Okay, ich mache jetzt nur noch schnell. Gut, ja, dann jedenfalls, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.